Ich habe mich ja schon immer gefragt, wieso wir Menschen alle unbedingt unglaublich klug sein wollen, immer alles besser wissen wollen als die anderen. Da glaube ich inzwischen zu wissen, woran das liegt. Weil wir in einer Welt leben, in der das etwas Wissen oder gar das Recht haben, in Zusammenhang steht mit persönlicher Ehre und persönlichem Verdienst und persönlicher Größe. Was für ein Schwachsinn! Ehre, stolz auf etwas sein. Dieser ganze Unsinn. Was hilft uns das bitte weiter? Wenn uns Wissen und Bildung weiterhilft, dann im Berufsleben. Wenn es um die Gnade geht, um die Bezahlung, um das Gehalt, um den Job überhaupt, ist der einigermaßen erträglich? Oder ist das ein Sklavenjob? Oder bin ich vielleicht sogar Chef und habe was zu melden und kann die anderen kommandieren und arbeiten lassen? Und mach den berühmten Sesselfurzer. Ist aber eigentlich nicht das Thema, auf das ich hinaus will. Sondern das Thema ist, wie kommt es denn, dass manche schlauer sind als andere? Da habe ich ja eine sehr plausible These, nämlich, dass es in unserer Gesellschaft Kräfte und Mächte gibt, sehr mächtige Mächte, die interessiert sind daran, dass eine gewisse Elite entsteht, die dieses System dann am Laufen hält. Die braucht man, ohne die kann man nicht. Die aber sehr frühzeitig ins Boot genommen werden muss, der man sehr frühzeitig versprechen muss, wenn du dich um die Dinge kümmerst, dann machst du Karriere. Wenn du dich um eher soziale Dinge kümmerst, bleibst du eine arme Sau. Kannst du im Sozialdienst Karriere machen, verdienst aber nichts, kriegst keine Rente. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war 25 Jahre Sozialarbeiter. Die also nicht als Elite eingeplant sind, die haben zwei Aufgaben. Nämlich das System durch ihre Sklavenarbeit am Laufen zu halten und diejenigen, die an diesem System Interesse haben, die Interesse daran haben, dass das weiter so läuft wie bisher, im Sinne von Strukturen erhalten, also im Sinne von konservativ, die wiederzuwählen. Das ist gar nicht so einfach für diese Jungs. Das sind ja nur einige wenige elitäre Kräfte und wir haben hier ein Mehrheitsproblem.
System? Wie schaukle ich das? Dass eine Mehrheit Leute wählt, die eine Minderheit reich und mächtig machen wollen und eine Mehrheit zu Sklaven. Wie kriege ich das hin? Und da kommt die Bildungshoheit ins Spiel. Wenn ich schon am Hebel bin, wenn ich schon mächtig bin, dann habe ich Zugang zur Bildungshoheit. Da kann ich manipulieren, da kann ich also mich drum kümmern, was genau eben sollte die Mehrheit lernen, damit sie mich wieder wählt und nicht merkt, dass ich sie über den Tisch ziehe. Gestern hast du oder vorgestern wieder ein Interview darüber gehört mit einer sehr engagierten Lehrerin, die auch noch irgendwo Vorstand irgendeiner, was weiß ich. Institution ist, die sich wohlwollend und aufgeschlossen und im Interesse der Kinder, im Interesse der Mehrheit dafür einsetzt, dass in Bayern nicht schon wieder neue Schritte unternommen werden, um das alte System zu festigen. Ist ja logisch. Es gibt nur wenige Orte in Deutschland, wo so konservative Politik gemacht wird wie in Bayern, das ist jetzt meine These. Kann man in Bayern spielen? Zum einen, weil man die ganzen christlichen Fuzzis auf seiner Seite hat. Das ist Tradition, Tradition, Tradition. Und Tradition pflegt man ja auch in der CSU. Und zum anderen, weil durch diese traditionelle, ich gehe sonntags in die Kirche und wenn der Pfarrer dann sagt, ich soll CSU wählen, dann mache ich das auch. Durch diese Tradition in Bayern noch nie jemand anders das Sagen hatte als die Leute, die sich christlich nennen und sich nicht schämen, sich christlich zu nennen. Weil was bitte ist an ihnen christlich? Von sozial will ich erst gar nicht reden. Also gleich zwei Adjektive, die der Sache Hohn spotten. Aber so funktioniert's, ja? Das heißt, wir haben unterschiedliche Talente von Geburt auf angeboren und anerzogen. Das Angeborene haben die Herren Politiker da nicht ganz im Griff. Aber das, wenn das erstmal da ist, könnte sich das eventuell immer weiter vererben und dann läuft der Laden. Aber das Wichtigere ist natürlich das Anerzogene. Die Bildung. Und wenn man da dafür sorgt, dass, und da gibt es jetzt wieder neue Bestrebungen, genau die richtige Anzahl an neuen Erdenbürgern aufs Gymnasium kommt, um in Richtung Elite zu wandern, genau die richtige Anzahl an Hauptschülern,
Grund- und Hauptschülern mit und ohne Abschluss. Und dann eventuell mit einer Lehre, um die zahlenmäßig größte Abteilung zu bestücken, nämlich die Abteilung einfache Arbeiten für ganz wenig Geld. Muss man dann nur noch den Leuten ihren Frust irgendwie austreiben, den man natürlich hat, wenn man 6, 7, 8 Stunden für geringsten Lohn Sklavenarbeit macht, eintönig immer wieder dasselbe, keinem Menschen eigentlich zumutbar, aber gibt dem Volk Brot und Spiele. Brot heißt in Bayern ja in der Regel Bier. Wen wundert's, dass wir das eventuell weltweite Bierland Nummer 1 sind? Und Spiele, also Fußball. Und am besten beides zusammen. Mit dem Kasten Bier auf dem Sofa sitzen, Fußball gucken. Oder mit einer entsprechenden Ladung Bier ins Stadion hocken und Rabatz machen. Da haben wir nämlich noch die dritte Möglichkeit. Frust rauslassen. Also sein eigenes Ego dadurch aufbauen, dass man bei den Siegern ist, was immer man damit zu tun haben glaubt. Kein Fan hat in Wirklichkeit etwas damit zu tun, ob sein Verein oder seine Mannschaft gewinnt oder nicht. Aber da kommt schon mal vor, wenn die Mannschaft das nicht richtig anerkennt, dass man ihr dann schon sagt, wer hier der große Macher ist. Nicht der Superfußballstar, sondern der Superfan. Gibt es ja auch im Rock und Pop. Ist ja auch nachvollziehbar. Irgendwo muss doch der Fan, der selber nichts auf die Reihe kriegt. Wer was auf die Reihe kriegt, hat gar keine Zeit, Fan zu sein. Ich habe gar keine Zeit, Fan zu sein. Bin es dann immer gerade so, wenn ich ein paar Sekunden entbehren kann, dann lasse ich jemand wissen, dass ich Fan von Konstantin Wecker bin und Fan von Daniel Kahnemann bin und Fan von John Lord von Deep Purple oder von Led Zeppelin oder von Vanilla Fudge. Also, das funktioniert doch wunderschön, das System, oder? Erzähle ich euch da was Neues? Um Gottes Willen natürlich nicht. Und solange dieses System funktioniert, wird sich auch an diesem System nichts ändern. Die verzweifelten Versuche von Menschen, die zum Beispiel den Zugang zu Bildung mehr als nur den Leuten ermöglichen wollen, die unsere da oben auserkoren haben. Die haben keine Chance. Keinerlei Chance. Das Phänomen, dass aus Sklavenfamilien wieder Sklavenfamilien und wieder Sklavenfamilien und wieder Sklavenfamilien werden. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es sind einfach zu wenig. Nein, es dürfen keine Ausnahmen sein, es muss die Regel werden. Dann haben wir natürlich ein Problem, mit dem ich hier enden will, wenn wir zu viele kluge Leute haben.
Wie soll dann dieses funktionieren, dieses System? Haben wir ja jetzt schon das Problem, dass wir zu wenig Sklaven haben und deswegen die Sklaven aus dem Ausland holen müssen. Und anstatt dass unser Ausländerfeind merkt, wie sehr er übers Ohr gehauen wird, und zwar zweifach, nämlich zum einen, dass man ihm keinen vernünftigen Job anbietet, und zum anderen, dass er sich dann auch noch einredet, die Jobs, die da sind, die er gar nicht machen würde, würden ihm die Ausländer wegnehmen, die ja noch beschissener dran sind als er selbst. Er könnte ja mal ein bisschen in die Hufe kommen und was tun. Er hat vielleicht einfach versäumt, diese Möglichkeit zu nutzen, weil er sich eingeredet hat, hier in unserem sozialen System ist auch für ihn was da, ohne dass er sich anstrengen muss. Ja, wie auch immer. Es läuft halt so eben nicht. Und es wird auch so schnell nicht laufen, weil dieser von oben gesteuerte, von oben gewollte und von oben abgesicherte Bildungsnotstand aus der Mehrheit halt Bildungsnotständler macht. Und fertig. Läuft. Also mit Ausnahme natürlich kommt, was der Volksmund Dummheit nennt. Und da sieht man schon, wie sehr er auf dieses System hereingefallen ist und das Spiel mitspielt, das perfide Spiel derer, die von diesem Spiel profitieren. Solange dieses Spielchen mit ich mach den Menschen zum Deppen ich würde sagen zum Bildungsnotständler, zudem dem Bildung gezielt bewusst vorenthalten wird, sodass er gar nicht anders kann, als auf einer niedrigen Bildungsstufe bleiben. Funktioniert vor allen Dingen auch deswegen bestens, weil sich das ja niemand eingesteht. Ich bin der einzige Mensch, der sich eingesteht, ja, ich bin dumm. Richtig dumm. Ich habe einen Bildungsnotstand. Nicht in allen Sachgebieten, aber in relativ wichtigen. Technik zum Beispiel. Etc. Gut, dafür habe ich dort ein paar Kompetenzen, wo sie unerwünscht sind, nämlich auf dem Gebiet Sozialarbeit. Aber da kriege ich natürlich prompt jenes Fett ab, das ich schon beschrieben habe. Schlechteste Bezahlung überhaupt, kaum Rente. Und Anerkennung in der Gesellschaft, naja, kann ich darauf verzichten, brauche ich nicht. Aber manche hätten es dann doch gerne.